Wollen Sie mich jetzt in einer Location Reichsdorf verteilen? Man könnte sagen, ich höre was, aber die Leitung ist scheiße, ja? Abzocker. Ja. Ich zock dein Leben, weißt du das? Du bestätigst gerade meine Meinung über dich, ne? Das weißt du schon. Hallo meine lieben Lieblingszuhörer, da bin ich wieder mit einem neuen Telefonat von einem tollen Abzocker, den ich wieder am Ende ein bisschen mit seinem tollen Job konfrontieren kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Ja, hören Sie mich jetzt in einer Location Reichsdorf verteilen? Man könnte sagen, ich höre was, aber die Leitung ist scheiße, ja? Jetzt ein bisschen besser? Ja, minimal. Man könnte das Mikrofon mal gegen ein hochwertiges austauschen, dann wird es passen, ja? Okay. Es ist einer. Guten Morgen, ist was? Ja. So, ich melde mich von Unternehmen Warden VC bezüglich Ihrer zweiten Anmeldung bei uns. Ja. Herr Steiner, Sie wissen ja alles wahrscheinlich, wie das alles abläuft, weil das Ihre zweite Anmeldung ist. Ja, bei der ersten Anmeldung war die Mitarbeiterin scheiße und hat mich nicht vernünftig beraten. Also ich will ja nicht spoilern, also nicht schon alles vorab wegnehmen, aber ich denke mal, ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Mitarbeiter nicht viel besser sein wird, denn wir sind ja schließlich in einem Betrüger-Callcenter mit einer Betrüger-Webseite und lauter Betrügern und Abzockern am Telefon. Tja, viel intelligenter als die erste kann es auf keinen Fall werden. Auf jeden Fall sagt der Name über die Seite schon alles aus, denn man findet im Internet unfassbar viele Negativbeiträge zu dieser Plattform, denn diese Plattform ist tatsächlich leider schon etwas länger aktiv und die Webseite auch eine ganze Weile länger schon am Markt. Tragisch, aber wir nehmen denen hier wieder jede Menge Zeit weg. Okay, sagen Sie mit Name bitte. Was? Den weiß ich doch jetzt nicht mehr. Das merke ich mir doch nicht. Braucht man ja sonst auch nicht. Okay, Herr Steiner. So, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass wir den Konto aktivieren und dass wir einen Termin für Sie vereinbaren bei dem Broker. Benötigen Sie ja den Mindestbetrag zu haben von 250 Euro. Hm. Das wissen Sie, oder? Ja, soweit ist das erstmal klar, ja. Okay. Wenn Sie das mit mir jetzt tätigen, also die Überweisung von 250 Euro, bekommen Sie auch einen Willkommensbonus von 100%. Das heißt, Sie bekommen von unserem Unternehmen noch 250 Euro plus, ja? Herr Steiner, Ihr gesamtes Staatskapital wäre dann 500 Euro. Was sagen Sie dazu, Herr Steiner? Wollen wir das machen? Also ich sage euch eins, das kann nur ein betrügerisches Angebot sein. Denn welche Firma gibt euch einfach mal so, ohne dass ihr da jemals irgendwas gemacht habt, 100% Bonus und verdoppelt den Einsatz, den ihr da reingebt? Also das kann schon überhaupt gar nicht. Ja, es ist absolut unlogisch. Ne? Also stellt euch vor, ihr geht zu einer neuen Bank, zahlt da 1.000 Euro ein, keine Ahnung, oder 10.000 Euro und kriegt einfach mal das Doppelte. Nur weil ihr denn da jetzt Kunde werdet. Tja, also ich würde sofort mein Konto wechseln. Ja, klingt ja ganz verlockend. Okay. Hatten wir so auch noch nicht. Ja. Haben Sie vielleicht Online-Banking zur Verfügung? Ja. Aber ich glaube, Sie brauchen unbedingt mal irgendwie so ein Lutschbonbon. Ihre Stimme klingt so flitschig. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, so. Herr Steiner. Ja. So. Wie gesagt, Herr Steiner, Sie können sich jetzt einmal einloggen bei Ihrer Bank. Und sobald Sie beim Empfänger sind, sagen Sie mir ruhig Bescheid, dann buchstabiere ich unsere Bankdaten. Mhm. Ja. Sobald wir da fertig sind mit der Überweisung von 250 Euro, wie gesagt, kann ich ja dieses Bonus für Sie gutschreiben. Mhm. Und wie gesagt, dann machen wir ja nochmal einen Termin in den nächsten 10 oder 15 Minuten maximal bei dem Broker. Mhm. Wollen wir das so machen? Ja, meinetwegen. Aber soll ich mich nicht erstmal bei euch auf der Webseite einloggen? Wie gesagt, Herr Steiner, ich kann Ihnen auch die Zugangsdaten jetzt geben. Hm. Haben Sie was zum Schreiben? Nee, zum Schreiben nicht, aber ich kann mal kurz an den Computer gehen und dann kann ich das da eintippen. Brauche ich mir ja nicht aufschreiben, denn das kann man ja alles speichern und so. Machen. Sie bekommen jetzt eine E-Mail von mir, Herr Steiner. Einen Moment. Also mit E-Mail ist bei mir immer so eine ganz schlechte Idee. Okay, und warum? Weil die dauern bei mir immer ganz lange. Sofort bei Ihnen, also in 2 Minuten, ja, nicht mal. Einen Moment.
Wir können es gerne probieren, aber wenn es nicht kommt, dann war es nicht meine Schuld. Okay, okay. Dann habe ich das gesagt. Also wir versuchen einmal. Ja. Was war denn da los mit Mitarbeiterin? Was dem ist da passiert? Mitarbeiterin war halt einfach unfähig und scheiße. Konnte kein vernünftiges Zeug. Okay. Ja. Und die Namen wissen sie nicht, oder? Nö, das hat ja keiner verstanden, da was sie da gesabbert hat. Tja, schon Wahnsinn, dass der das hier nicht begreift, dass er eigentlich gerade der Nächste in der Reihe ist, der ebenfalls von mir verarscht wird. Tja, denn Betrüger haben bei mir keine Chance, aber das wisst ihr ja. Naja, aber gut, dass er das noch lustig findet, dass die Kollegin schon ihre Zeit bei mir verplempert hat. Naja, soll er mal weitermachen. So, wie ich das weiß, alle machen deren Job hier gut. Naja. Das wundert mich ein bisschen. Aber ja. Gibt's ja Fälle. So, ich habe Ihnen jetzt gerade eine E-Mail weggeschickt. Also die E-Mail heißt Lukas Breit. So, ich. Gucken Sie bitte einmal nach. Ja, ich mach mal mein E-Mail-Postfach auf. Wenn der nicht auf dieses normale Eingang ist, der E-Mail, ja, kann sein, dass er so in den Spam-Ordner gelandet ist. So habe ich es nicht bekommen. Lautet Ihre E-Mail, einen Moment bitte. Schau mal einmal nach. So, gerold-steiner@md2malcäsar friedrich-ulrich-nordpol.de. Ist das richtig? Ja. Okay, dann weiß ich nicht, was da passiert ist. So, Herr Steiner. Schreiben Sie einmal Ihre ID-Nummer bei dem PC. Wohin denn? Also schreiben Sie erstmal wardenvc.com. Ja, können Sie mir das buchstabieren? Also Walter. Anton. Richard. Ja. Dora. Ja. Emil. Ja. Nordpol. Also nein, Entschuldigung. Hat geklingelt. VC. Ja? .com. Ja. Lädt jetzt hier? So. Was sehen Sie da jetzt? Jetzt sehe ich hier so einen hässlichen Typen mit einer roten Seite. Okay. Das ist ja richtig. So. Sie sind aber einer, ja? So. So, wenn Sie jetzt bei Einloggen drücken. Bei, ja, habe ich gemacht, ja. Genau, dann schreiben Sie jetzt Ihre E-Mail-Adresse, bitte. Ja. Wenn Sie fertig sind, sagen Sie mir Bescheid, dass ich den Passwort buchstabiere. Wenn ich fertig bin, nehme ich in der Regel Toilettenpapier. So, Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein. Großes A, kleines A. Großes P, Paula. Ach, dann nehmen wir jetzt mal das P und dann kleines P, stimmt's? Nein, nein. Nee. Hören Sie auf mich zu, bitte, ja? Dann kommt ein großes Wilhelm. Ein großer Willi, ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kleines Caesar. Kleines Bertha. Ja. Großes Paula. Ja. Großes Wilhelm. Was für ein Ding? Großes Wilhelm. Ach ja, ein großer Willi, 1, 2, 3. Ja. Kleines Caesar. Und kleines Dora. Also Bertha, Entschuldigung. Jetzt bin ich verwirrt. Soll ich D oder B drücken? Also D. Also D, also wie Dödel. Genau. Okay, habe ich, ja. Wollen wir dann noch Sonderzeichen nehmen, oder? Nein, können Sie mir einmal wiederholen, das Passwort? Nee, das sehe ich ja hier in dem Fenster nicht, da sind doch lauter Punkte. Aha, okay. Versuchen Sie jetzt einmal, sich zu einloggen, bitte.
einloggen, ja? Hm? Ne, geht nicht. Passwort falsch. Überprüfen E-Mail oder Passwort. Okay, dann machen wir wieder den Passwort, ja. Machen wir noch. Ach, guck mal, hier kann man ja so ein Auge drücken. Dann hätte ich es auch sagen können. Hier steht, genau. Hier steht großes P, großes W, 1, 2, 3, kleines C, großes B, großes P, großes W, 1, 2, 3, nein, nein, CD. Nein, nein. Ja. Großes Paula, großes Wilhelm, ja. 1, 2, 3, ja. Kleines Caesar, kleine Dora. Moment, also eine kleine Dora und keine große Bertha. Genau. Ja, genau. Dann kommt großes Paula. Ja, P sollte immer groß geschrieben werden. Was kommt dann? Oh, jetzt klingelt mein großes Telefon schon Willi. Wieder. Ein großes, ein noch einmal, oder wie? Nein, nach großes Paula kommt großes Willi. Ach, ein großer Willi, ja. Hm? Dann kommt 1, 2, 3. Ja. Wieder kleine Cäsar und wieder kleine Dora. Eine kleine Dora habe ich, ja. Jetzt genau. Probieren wir das nochmal. Genau. Jetzt dödelt hier der Kreis wieder. Jetzt bin ich drin, jetzt habe ich drei Kreise vor mir, die rumdödeln. Jetzt steht da überall eine Null bei den Kreisen. Okay, also sind wir jetzt drin, ja? Ich würde sagen, ich habe es geschafft, ja. Hm? Okay, super für Sie. So, sagen Sie mir jetzt, machen Sie vielleicht die Überweisung von dem Handy oder von dem PC, wenn ich fragen darf? Hören Sie mal, ich gehe mal ganz kurz auf der anderen Leitung hier ran. Ja, hallo? Ja, können Sie mich in eine Stunde oder so nochmal anrufen? Stunde. Ja. Jo. So, ja, da war gerade so eine komische Tante dran. So, jetzt können wir wieder. Was soll ich machen? So, ich habe gefragt, ob Sie die Überweisung von dem Handy machen oder vom PC. Ich würde das über das Telekommunikationsendgerät machen. Okay, dann lassen Sie mich bitte auf Lautsprecher und wie gesagt, loggen Sie sich einmal bei Ihrer Bank. Ja, mache ich. Okay. So, was soll ich denn da eintragen? Ja, wir tätigen ganz normale Überweisung. Wie gesagt, ich sage Ihnen dann den Empfänger, IBAN und Verwendungszweck. Hm. Bei welcher Bank sind Sie, wenn ich fragen darf? Bei der Sparda Bank. Sparda Bank, okay. Da haben Sie ja eine Option zu Auslandüberweisung oder SEPA, muss das stehen, Herr Steiner. SEPA steht da, ja. Hm. Okay, dann drücken Sie auf SEPA. Ja. Kommen Sie jetzt bei dem Empfänger, ja? Genau, den brauche ich jetzt. Okay. Ich buchstabiere dann. Alle große Buchstaben bitte, ja? U wie Quelle. Ein U wie Quelle. U wie Quelle. Ein U wie Quelle, ja? Hm? Q, also nicht U, sondern Q. Ach, ein Q, also ein O mit einem Strich, mit einem Zipfel. Genau. Ein weibliches genau. O sozusagen. Ach nee, das ist ja ein genau. männliches O. Gut, ja, genau. Weiter. Dann machen wir U wie Ulrich. Dann nehmen wir jetzt das richtige U, ja? Genau. Muss ich das groß oder klein schreiben? Alles ist groß. Ja, dann nehme ich da einen großen Buchstaben, ja? Hab ich. Okay. O wie Otto, T wie Theodor. Oh, das geht doch viel zu schnell. Also jetzt setzt mal Q, U und dann ein großes O, ja? Genau. Und dann? Dann kommt ein Theodor groß. Also T wie Theodor Fall. Genau. Ja. Hab ich. Ein I, ja. D wie Dora. D wie Dora, hab ich, ja. Da haben wir wieder ein I da. Noch ein I, ja. Hm. Dann Anton. Anton, ja. Und am Ende haben wir Nordpol. Ja. Dann machen wir einmal Leerzeichen, zweites Wort, alle große Buchstaben wieder. Ha. Caesar, Richard. Nicht so schnell. Nicht schubsen, also sonst kommen wir hier durcheinander. Also ein C und ein R habe ich jetzt, ja? Genau, dann machen wir U wie Ulrich. Ja, das können wir auch machen, ja. S wie Siegfried. Ein was? S wie Siegfried. Ja. A wie Anton. Ja. D wie Dora. Hm. Einmal E wie Emil. Ein E wie Emil, ja. Dann machen wir Leerzeichen, drittes Wort, wieder große Buchstaben. Mhm. Ulrich. Ja. Nordpol. Ja. Ida. Ja. Paula. Ja.
Wort, wieder große Buchstaben. Hm. Ludwig. Hm. Dora. Ja. Anton. Ja. So, da haben wir den Empfänger, Herr Steiner, ja? Und was soll das jetzt heißen? Der Empfänger ist fertig. Dann machen wir jetzt den Ebert, ja? Ja, aber was soll denn das heißen? Das kann ich nicht lesen. Gutarian Crusade Uni LDA haben Sie. Ja, aber was soll denn das heißen auf Deutsch? Ja, das ist unsere Partnerbank in Portugal, Herr Steiner. Ja? Habt ihr auch eine deutsche Bank? Haben wir nicht. Wir haben viele Partnerbanken, ja. Diese Bank ist dafür da, Herr Steiner, wenn wir gleich Profite erzielen, dass wir nicht dieses deutsche Steuerbezahlen von 27%, ja. In Portugal haben wir ja 13-17% zu zahlen. Ist ja besser für Sie und für uns auch, ja. Ich würde lieber meine Steuern in Deutschland bezahlen. Ja, das ist das. Wir haben nicht deutsche Bank. Weil, wie gesagt, dann zahlen wir mehrere Steuern. Und das lohnt sich nicht für uns, Herr Steiner. Naja, aber die Politiker wollen doch auch Geld verdienen. Ich meine... Ja, ne? Die Politiker sind ein bisschen verwirrt, sag ich mal. Sie sind verwirrt, ja, das glaube ich auch. Aber gut, dann machen wir jetzt mal weiter. So, was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt habe ich die komische Buchstabenfolge hier, die ich nicht nachsprechen kann, ja? Okay, jetzt kommen Sie aus dem IBAN wahrscheinlich. Ja. Okay, dann buchstabiere ich den IBAN. Mhm. Paula Groß. Ja. Theodor Groß. Ja. Vom Null. Was? Also vom Zick. Wie? Also einmal 5 und einmal 0. Ach, eine 5. Ja, eine 5 habe ich, ja. Und dann? 0. Ja, habe ich auch die 0. Hm. Dann machen wir 0, 1. Eine 0 und eine 1, ja. 7, 0. Eine 7 und noch eine 0, ja. Dann haben wir 30. 13. 30. Also eine 3. Und eine 0. Und eine 0, ja. Dann haben wir 2, 6. Eine 2 habe ich, ja. Und eine 6. Eine 6, ja. Hm. 0. Eine 0. 3. Eine 3. 0. Ach ja, da ist die 0, ja. Eine 4. Zweimal die 0. Also 0 und dann nochmal die 0. Genau. Ja, dann habe ich die nochmal, ja. Dann haben wir zweimal die Nummer 1. Die Nummer 1, zweimal. Mhm. Also 1 und nochmal die 1. Ja. Genau. Dann haben wir 4. Eine 4, ja. Gucken 3. Sie da Fernsehen. Gucken Sie da Fernsehen? Nein. Das hört sich so an. Das ist so laut da bei Ihnen irgendwie. Ja, es ist ja Musik hier. Ach so. Musik geht ja nicht. Können wir die mal ausmachen? Weil ich kann mich da gar nicht konzentrieren. Ja, ich bin hier mit noch 10 Leuten. Ja, gerade da müssen wir doch mal die Musik dann ausmachen. Weil das ist ja schon nervig, dass da 10 Leute sitzen. Aber dann da noch Musik drauf, da versteht man ja erst recht nichts mehr. Okay. Mach mal aus da. Mach mal die Musik aus. Ja? Okay. So, jetzt machen wir weiter. Ja. Ultra seriös. Also zum einen, dass überhaupt die Musik läuft. Und zum anderen, dass er dann durchs halbe Callcenter bollt. Ja, mach mal da die Musik aus. Was soll denn der Scheiß? Ich hab hier 1-1 und dann eine 4. Okay, dann machen wir 3. Ja. 4. Die Musik ist noch an. Ja, ist ein bisschen leiser geworden. Nee, die ist immer noch laut. Ich gehe jetzt persönlich auszumachen, Herr Steiner. Ja. Einen Moment. Ja. Soll ich jetzt besser? Nee, ich hör die noch. Herr Steiner, wollen wir das durchführen oder nicht? Ja, wenn die Musik aus ist. Ja, die ist aus. Was machen wir jetzt? Sagen Sie mir jetzt. Weil ich muss ja weiter.
Ja, jetzt höre ich keine Musik mehr. So, jetzt können wir weitermachen, ja? Wo sind Sie geblieben jetzt, Herr Steiner? Ich bin jetzt hier, ich wiederhole mal nochmal, ja? Okay. Da steht PT, dann eine 5, ja? Ja, weiter. Dann eine 0. Mhm. Noch eine 0. Jawohl. Dann habe ich eine 7. Mhm. Dann eine 1. Eine 0. So, Herr Steiner. Ja? Warum habe ich das Gefühl, dass ich jetzt anzeitig gefragt habe? Wieso? Was ist denn falsch? Ja, irgendwie kapiere ich das nicht. Warum was nicht? Was ich mir mache. So, ich mache den IBAN von vorne an. Hören Sie gut auf mich zu, ja? Ja, Sie werden langsam genauso unfreundlich wie die andere Tante. Ich habe noch 200 Leute, die ich anrufen muss, und sie machen mir jetzt eine Krawall wegen der Musik. Tja, naja, wenn er noch 200 Leute anrufen muss, dann müssen wir natürlich noch ein bisschen Zeit rausholen, dass er nicht so viele Leute anrufen kann. Ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, das schaffen wir. Ja. Ich verstehe das nicht. Weil das nervt. Die Musik ist ja ganze Zeit hier. Ja, das ist, gehört sich aber nicht so für Bankgeschäfte. Ja, wissen Sie, wir lieben alle Musik zu hören. Ja, aber nicht auf Arbeit. Auf Arbeit ist man arbeiten, das soll keinen Spaß machen. Ja, sehen Sie? Also machen wir keinen Spaß, weiteres Spaß und wollen wir das zu Ende bringen, oder? Na genau, dann sag mal da nochmal die Nummer, wenn da was falsch ist. Okay. Ich buchstabiere wieder von vorne, ja? Ja. Aula Theodor Groß. Ja, hab ich. Ich mach nochmal alles... Ich mach nochmal alles weg, dann kann ich nichts falsch machen. Moment. Ein großes P, ein großes T, ja? Die Nummer vom Tisch? 5-0, ja? 0-1? 0-1, ja? 7-0. 7-0, ja? 3-0? 3-0, ja? 2-6? 2-6? 0-3? 0-2? Also 3? Also 023 oder die 03. Nein, die 03. Ja, hab ich. 04. 04. Zweimal die 0. Also 00, ja. Zweimal 1. 11. 43. 43. 42. 42. Und die Nummer 8 am Ende. Und die Nummer 8, ja. Ja, warten Sie. So. 250,00. Genau. So. Und bei Verwendungszweck. Ich würde 250 und 50 Cent, dann haben Sie ein bisschen Trinkgeld. Danke Ihnen. Hm. Danke Ihnen, Herr Steiner. So. Bei Verwendungszweck, Sie schreiben Ihre ID-Nummer dran, ja? Also Ihre ID-Nummer lautet. Ja. 131. 131. 088. 088. 97. 97, ja. 06. 06, ja. Genau. Tätigen Sie jetzt die Überweisung, Herr Steiner? Nee, da muss noch, da steht noch, Swift. Swift. Okay, okay. Ich buchstabiere den SIP. Ja. Große Buchstaben, bitte. Hm. Cäsar. Hm. Anton. Ja. Gustav. Das habe ich nicht verstanden, da war einer laut im Hintergrund. G wie Gustav. Also, nach dem A. Nach dem A kommt ein G wie Gustav. Waren die wieder alle so laut? Das habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Also, ich mache das von vorne, okay? Ja. Cäsar. Anton. Ja. G wie Gustav. Ja, jetzt habe ich das da. Hm. Okay. L wie Ludwig. Ja. P wie Paula. Ja. T wie Theodor. T wie Theodor Fall, ja. Genau. Dann wieder P wie Paula. Ja. Und einmal L wie Ludwig am Ende.
Ja. Jetzt steht da Kackel, kann man nicht sprechen. Also. Ja, aber es ist so richtig. Ja. Wie gesagt, tätigen Sie jetzt eine Überweisung, Herr Steiner. Ach so, ja. Was ich von Ihnen brauche, wenn Sie da fertig sind mit dem Überweisung, ist ja ein Foto von dem Überweisen belegt. Haben Sie vielleicht WhatsApp, Herr Steiner, bei Ihrem Handy? Wie macht man das? WhatsApp? Das mit dem Beleg? Also wie gesagt, wenn Sie jetzt die Überweisung tätigen, ja, und wenn Sie vielleicht WhatsApp haben bei Ihrem Handygerät, ja, dann können Sie mir einmal, also einmal fotografieren und dann können Sie mir das einmal schicken per WhatsApp. Haben Sie denn WhatsApp? Ne, WhatsApp habe ich nicht. Aber wie soll ich das jetzt mit dem Handy fotografieren, wenn ich mit dem Handy die Überweisung mache? Machen Sie erstmal die Überweisung. Ja, habe ich. Ist das fertig? Das ist raus, ja. Okay. Dann, Sie haben also gar keine WhatsApp bei Ihrem Gerät. Okay. Dann können Sie mir einmal per E-Mail diese gleiche Foto als Fanghang senden. Ja. Geht das? Das geht, ja. Also, na, aber wie? Aber die Frage ist, wie? Also, wenn ich jetzt... Ja. Weil ich kann ja nicht mit dem Handy das Handy selbst fotografieren. Also, ja, ich verstehe, aber Sie können einmal... haben Sie PC wahrscheinlich zu Hause, oder? Ja, sowas habe ich zu Hause. Ja, drücken Sie einmal den... Drücken Sie einmal den Überweisung, ja? Und dann einmal scannen Sie das bei PC und Sie können mir das als Anfang senden bei dem E-Mail. Na, ich habe ja das Konto habe ich ja im Handy drin, aber das Handy ist nicht am Drucker. Haben Sie denn jemanden, der WhatsApp hat? Müsste ich mal überlegen. Er fragt jetzt sehr ernsthaft, ob ich noch jemanden aus meinem Umkreis mit in diesen Betrug hier komplett reinziehen möchte, um seine Nummer hier anzugeben. Also, wenn ich jetzt von irgendjemand Fremdem oder jemand Bekanntem die WhatsApp-Nummer weitergeben würde, die Person spricht mit mir danach nie wieder ein Wort. Denn der Betrug liegt hier auf der Hand und ist ganz klar. Die Nummer wird hier auch missbraucht. Das heißt, ich mache mir damit definitiv keine Freunde in meinem Umkreis, wenn ich meine Freunde ihre WhatsApp-Nummer weitergeben würde. Weil das ist ja leichter, Herr Steiner, für Sie, wenn Sie eine andere Handy nehmen und einfach den Handy, wo Sie Überweisung gemacht haben, nur einmal den Bildschirm einmal fotografieren, ja, wo da steht, dass Sie das überwiesen haben bei uns. Hm. Und wie gesagt, das ist ja da fertig. Ja, aber ich kenne nicht so welche, die auch WhatsApp haben. Ja, dann versuchen Sie das über E-Mailing die zu machen. Also loggen Sie sich dann bei Ihrem PC, bei Ihrer Bank, sage ich mal, von PC. Und dann drücken Sie das einmal aus und wie gesagt, Sie können mir das dann schicken per E-Mail. Als eine Anhang. Sie wissen ja, wie das geht wahrscheinlich. Nicht so richtig, nee. Aber das ist leicht, Herr Steiner. Habe ich noch nicht machen müssen. Also wie gesagt, sobald ich das Foto dann habe, Herr Steiner, von Ihnen, dann rufe ich ja sofort an, dass wir einen Termin vereinbaren. Schreiben Sie bitte unsere WhatsApp-Rufnummer, bitte, Herr Steiner. Na, aber ich habe doch gar kein WhatsApp. Ja, falls Sie irgendwie WhatsApp finden in Zwischenzeit. Nee, WhatsApp kann man ja nicht finden, WhatsApp muss man runterladen. Ja, warum machen Sie das nicht? Weil ich Betrügern meine WhatsApp-Nummer nicht gebe und Betrüger mir am Telefon ihre IBAN durchbuchstabieren lasse. Und die Betrüger können sich dann hinterher selbst auf YouTube hören. Also Sie sagen mir jetzt ganz klar, dass ich Betrüger bin, oder was? Nicht nur Betrüger, sondern auch Abzocker. Abzocker? Ja. Ich zock dein Leben, weißt du das? Du bestätigst gerade meine Meinung über dich, ne? Das weißt du schon. Weißt du was? Weißt du was? Du kannst ja doch nichts machen, du Opfer. Nö, kann weißt ich nicht, aber ich kann dich online stellen bei YouTube und dann fallen weniger Leute auf deine Masche ein. Du kannst den Mund nehmen, du Opfer. Du bist behindert, bist du. Du beweist gerade deine Intelligenz. Hast du vielleicht eine Schwester oder Mama? Beides, ja. Soll ich dir die mal ausleihen? Nein, ich will dir noch was beweisen, mein Lieber. Ja, dann mach mal. Weil du hast nichts Besseres zu tun zurzeit. Vielleicht bist du auch schwul. Das stimmt tatsächlich sogar, ja. Ja, magst du den Arsch? Ja. Liebst du das? Mhm. Um Sperma zu schlucken? Nicht unbedingt, aber ja, gehört auch mal dazu, ne? Du bist so wie alles scheiße deutsche Schwulen, Alter.
Ja, ich alles glaube, klar, die größten Schwuchteln reden selbst darüber, wir ne? Sehen uns, du Opfer. Ja, wann denn? Tja, Leute, ich würde sagen, Treffer versenkt. Der wusste wieder überhaupt nicht, wie er sich selbst helfen soll. Und, tja, wenn der Verstand aussetzt, bleiben nur noch die Beleidigungen über. Und alles andere ist dann sofort vergessen. Dass er eigentlich ein seriöser Trading-Unternehmen-Berater sein wollte, tja, das ist ihm wohl dann am Ende komplett entfallen, wie so oft. Aber man kennt es nicht anders. Leute, passt auf euch auf, schützt euch und eure Familie. Teilt das Video in WhatsApp, in Facebook, in Instagram und was es da noch so alles für soziale Netzwerke gibt. Da bin ich auf eure Unterstützung auf jeden Fall angewiesen. Umso mehr Leute meine Videos kennen, umso mehr Leute können darauf nicht reinfallen und sind davor geschützt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Hinterlasst gerne auch ein Abo, das ist kostenlos. Und wenn du die Glocke drückst, verpasst du auch keine weiteren Videos mehr von mir. Ich bedanke mich. Jetzt kannst du hier gerne noch auf die Playlist klicken von allen anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.